Jump. Die Aufklärung des Kraftwerks. Okay, verstanden. Gut, dann. Ja, also erstmal die Fahrzeuge und dann erst zum Kaffee. Genau. Ja, genau. Ich habe noch mal eine dann Frage. Dann Kontakt aufnehmen, je nach Frage: Wie ist der Funkkanal zum Hauptquartier? Funkkanal zum Hauptquartier. Das gleiche wie zu den Piloten, ne? So 50. Wir sind das Zwischenstück. Oder was? Ihr Piloten befindet euch auf 60. Also das HQ befindet sich auf 60. Ich habe eine Frage. Wie sah die Feindlage in der letzten Wochen aus? Feindlage sah folgendermaßen aus. Die NATO-Streitkräfte, nicht die NATO-Streitkräfte, nur alleine die US-Armee ist in Kavala und in Saros eingelandet und bewegt sich weiter nach Norden. Nordosten. Juxa, wie heißt unser Squad? Wir sind Alpha. Ja, Col. Verstanden. Ich nehme mal an, dann bin ich Bravo. Ich würde auch mal sagen Bravo Lead und Alpha Lead ist dann Gruppenführer, richtig? Dieser roter Morgen ist bereit. Juxa? Wer von euch? Mal, ja? Wer von du euch bist dann Gruppenführer und ich bin Truppführer. Wahrscheinlich so. Gibt es noch eine Frequenz, machen, ja, die ich wissen muss? Seine Frequenz zu mir ist 50. Okay. Dafür muss ich diesen alternativen Channel einstellen, ne? Wie mache ich das? Bravo, ja, wie ist euer Funkkanal? Ich... 52 nehme ich an. Joxa? Joxa? Können wir kurz ein paar Meter laufen, dann erklär mir das mal. Okay. Hallo. Hier bleiben. Was ist denn? Normalerweise wäre ich die letzte Zahl, aber unsere da ich jetzt Trupp-Lied mache. Nummern. Okay, Achtung. Ich würde sagen, ich 1, Cultfire 2, Luca 3. Da unten müsste eine Liste mit Nummern stehen. Ah, warte, okay, ja, wir haben keine AT, deswegen. Was hast du denn nochmal von vorne? Wir brauchen eine AT, mein Herr. Unten eine Liste mit Nummern. Ja, wir haben aber halt diese Fahrzeug dabei, das zählt auch. Die nehmen wir nicht mit. Aber keine AT. Achso, wir haben keine. Entfernen. Ja, gut, Cultfire, dann nimmst du eins mit einem APG. Ja, der Unterstützungsgebiet. Wieso sind in unserem Funkkopf nicht zwei Grenadiere? Wir brauchen nur einen. Also der Schweiß ist Ding, ja. Cultfire, Luca. Der Luca hat bei der allgemeinen Grundausbildung perfekte Panzerabwechslung. Ja, wer hat doch seine Munition dabei? Joxa, ja, ich war gerade auf Cabo, das klar. Ja, gut, was hast du? Luca, du die Munition für den MG, da kriegst du einen Kultfeier. Kultfeier, wir bringen den Arsch wieder her. Und dann holst du den AT. Nehmen so viel Munition mit wie. Kultfeier melden. Wow, das war ja so schön. Dann lass mal hier einfach warten. Warum entfernst du dich einfach so? Wir brauchen das. Was ist denn unser Einsatzziel? Genau. Also gut, dann gib ihm seine Munition. Ding hast du alles im Rucksack, mach den Rucksack halt nur MG-Munition rein und dann gib ihm den und dann holst du den AT. Fenris, denk bitte das nächste Mal daran. Du nimmst die MG-Munition von ihm auf Peter. Nimm den Rucksack auf. Soll ich holen? Ich hol das kurz. Sonst hätte ich den erstmal die Munition aufhört. Okay. Alle aufsitzen. Woran aufsitzen? Nefisto, alle aufsitzen. Ja. Alle in den Helikopter aufsitzen. Ausführen. Ich bin mal starten. Ja, ja. Ich komm nicht rein, doch. Was? Das ist hier was. Hey. Hallo Leute. Hoi. Draußen steht noch, ich glaube, da steht irgendwas. Oh, ich bin Kanner. Wir sitzen alle, also wenn das Alpha sitzt. Ja, brauchst du all die Menschen. Was? Wir sitzen. Ah, ich glaub schon. Und die ist Endelf, unser LZ ist der Sportplatz. Ja, der Sportplatz, nicht auf dem Sportplatz. Ja, die 100 Meter gleich. Jetzt ist
Welches Tor? Welches Tor? Hör den Pfeifen! Okay. So, so eine Pfeife. Gehen wir mal weiter zu den Fahrzeugen, oder? Oder sollen wir noch auf die restlichen warten, die hier noch kommen müssen? Warte nochmal. Deine Entscheidung, du bist lieb. Erstmal Trupplied von denen, ne? Ja, die Frage ist, wir haben hier gerade einige verloren auf der Flug, auf dem Flug her. Das heißt noch einige. Ja, Joxa, Hanno ist noch weg. Ja, ja, Hanno. Ich hab Coldfire. Soll ich sagen? Geh mal, also bist du schon als Trupplieder eingestellt? Ich habe übrigens 3 Schuss für die Panzerfaust. Geh mal selbst Interaktionsmenü, Commander-Schwenz. Dann kannst du ja sehen, wer hier am. Sollen wir denn jetzt landen? Die hören uns doch dann sofort, oder nicht? Ich höre euch. Wo ist überhaupt unser Angriffsziel? Ja, das ist das Kraftwerk. Aufklären sicher nicht, das ist erstmal aufklären. Zu verstanden. 059, Trennung 183, Lampert 8. Hast du es über Seite? Ja, stimmt, jetzt ist es aufgepoppt. Ist das nicht ein bisschen nah? Das Kraftwerk ist hinter der Kurve machen. Das Kraftwerk ist wahrscheinlich ein gegnerisches Ziel, dort sind wahrscheinlich Feinde. Ich würde dir allerdings empfehlen, in dem Wald zu parken, in das Fahrzeug zu verstecken und wie gesagt im Wald abzusitzen. Weil erhöhte Feindgefahr ist. Wenn du irgendwie solltest, aufpassen, dass du nicht frühzeitig entdeckt wirst, das wäre sehr wichtig. Nein, einfach sag ich mal, wenn du nah ins Funktion kommst, das heißt, sag ich mal, im Wald parken und so, ne? Ja, wenn du jetzt mal sprechen kannst. Funk wird schlecht, deshalb erstmal Funkpause. Job zu Ende. Keinerlei Fast-Rope-Option. Brauchen beim alten Menü. Bereite Fast-Rope ist das Dekor. Ah, okay. Ich mach's mal. Ja, warte. Wir müssen auch eine Höhe von 25 Metern oder so kommen. Leider aus, leider auswerfen. Abseits. Ich hab keine Abseits. Oh nein! Thank you.
versehentlich abgeseilt, obwohl ich das gar nicht wollte. Ja, ich auch. Kotfeuer melden. Ja, runter. War übelst dumm von mir. Ich weiß aber nicht, wie ich das gebacken bekommen habe. Ich dachte auch, dass es nicht so plötzlich funktioniert und auf einmal fliege ich da aus dem Heli raus. Bei mir war es so, dass ich, bei mir stand Fast Ejection System, da habe ich drauf geklickt, auf einmal hat es mich rausgehauen und ich bin tot gewesen. Kultfeuer melden. Ich glaube, entweder der Kultfeuer ist disconnected oder der ist bewusstlos. Luca, bitte komm. Hahn, soll ich mich auf dem Berg positionieren, um einen Überblick zu erhalten? Ich bin Wendeton. Ah, negativ, wir machen jetzt hier erstmal unseren Aufbau und müssen das halt jetzt noch zu Ende. Wir bauen eine Rundumsicherung auf. Luca, komm mit. Ja. Jungs, Bravo macht auch eine Rundumsicherung, unterstützt die mal. Alpha bei mir sammeln. Vor dem. Verstanden. Verstanden. Ja, du gehst an Hannos Platz, weil Hanno anscheinend immer noch. Okay, wir rücken als erstes. Also, ne? Wir rücken am linken Straßenrand, da haben wir meiner Meinung nach gute Deckung. Zumindest die bessere. Ich übernehme letzte Position. Los. Oh Gott. Der Medic ist immer letzter. Oh, jetzt geht's gleich los, ja. Feuerstatus und von der Gelb. Fragezeichen. Nein. Zielst du die ganze Zeit beim Laufen? Nein. Nö. Komisch, sah immer so aus. Bin immer auf der Hut. Ist auch nicht verkehrt. Achte mal ein bisschen auf eure Parameter, also immer mal wieder nach links und rechts gucken, was die Hügel so machen. Verstanden. Jungs, wenn du Befehle hast, musst du sie jetzt funken, wir sind außer Reichweite. So verstanden. Dann hinter dir, Lady. Ja. Einfach Umgebung ein bisschen im Auge behalten, vor allem die Hügel, das ist etwas. Oh, Hügel sind immer ein Ding. Hügel sind immer ein Ding. Und Nefisto raus aus dem Ziel. Weiß ich selbst. Nefisto, nicht zielen. Ich ziel jetzt. Aber ich kann gerade auch nicht rennen, irgendwie, komischerweise. Okay, vorhin machen wir eine kurze Pause. Wo müssen wir lang jetzt? Komplett geradeaus wieder? Habe Sicht auf einzelne Gebäude. Das sind wahrscheinlich die ersten. Bravo ist hier. Lady-Sicherungsbereich. Und Umsicherung. Matek, du bist nicht bei mir im Trupp. Ja. Du bist bei halber Hahn. Sicher. Ja, Matek ist mit meiner 2. Wieso, Jaxa? Achso, nee, okay, ja. Alle Typen sind hier in der. Halbe Hand, direkt. Komm kurz vor zu mir, der Leute machen Rundumsicherung, du kommst vor zu mir. Ja, haben wir schon. Hand, komm her, an den Stein hier. Ja? Siehst du vorne diese Gebäude? Ganz klein. Wo vorne? Ach, ja, rechts an der Seite, rechts am Hang. Richtig, genau. Ja. Ich würde sagen, ich gehe mit meinen Leuten, sag ich mal, links unten die Baumreihe entlang. Ja? Also durchs Tal, okay. Genau. Und wir sollen auf den Berg? Richtig, das war so mein Plan. Großer Clusterbereich, okay. Weiter ausschwärmen, sonst gibt's eine Granate und Schnitzel. Ich sagen, los, ne? Ja, los. Aber pass auf, beim Straßenüberqueren, du sollst nicht entdeckt werden. Also irgendwie, wo Bäume sind. Also ich würde etwas weiter nach vorne gehen zum Straßenüberqueren, weil es bei dem Stein da. Ja, wir können auch hier hinten. Ja, gut, hier hinten ist auch gut Bäume, aber ja, okay, mach das. Okay, Bravo bei mir sammeln. Alpha, wir rücken weiter. Verstanden. Alpha geht durchs Tal, Bravo geht über den Berg. Hier vorne beim Stein. Okay, ich rücke aus. Pultfeuer mitkommen. Ja, bin dabei. Ach, Nils, drück mal C. Mach ich schon, das hat schon gepasst. Ja. Das war als Loop gedacht. Ich habe jetzt keinen Plan, ob das wirklich schon unser Ziel ist oder einfach nur Gebäude, aber halt sicher ist sicher, ne?
Richtung West-Südwest. Was für Rauch? Nicht klar definierbar. Vielleicht noch ein Feuer. Von wem? Mit einem Lagerfeuer? Hier ist doch keiner mehr. Ah ja, jetzt sehe ich ihn auch. Nee, das ist kein Lagerfeuer. Nee, das sieht nicht nach einem Lagerfeuer aus. Hier ist ziemlich nah dran. Ja. Jetzt immer die anderen Fragen. Die sind wahrscheinlich noch lange nicht so weit. Joggst du an halber Hand, bitte komm. Wir sind jetzt verdammt nah dran. Wir könnten. Wir haben hier ein Haus, das ist in unserem Tal, da vor dem aus können wir auf die restlichen Gebäude zugreifen. Wir haben hier Rauchentwicklung. Wie ist deine Position? Also bist du schon in Stellung? Gut, ich werde mit meinen Leuten reingehen, du gibst von oben Deckung, kommst dann von der Flanke rein. Ja, ich warte natürlich noch, ich habe auch noch, sag ich mal, so, ja, 150 Meter Abstand. Aber unterweise deine Leute bitte, dass freundliche Truppen auch zugreifen, also, die sollen aufpassen, wo sie schießen. Ein Haus direkt vor uns. Juxa, du hast Voice over IP an. Wie meinst du Voice over IP? Dass ich überall funke oder was? Wie mache ich das raus? Wenn du in einem anderen Funkkanal bist, hört das jeder. Wie mache ich das raus? Einstellungen, Sprache, irgendwas. Was ist da vorne eigentlich? Also was qualmt? Das ist Kraftwerk wahrscheinlich. Okay. Das ist zumindest die nächste Position dort. Wir werden wahrscheinlich gleich in den Kampf verwickelt sein, wenn nicht bald mal dran sind. Schätze ich auch. Ja, wir werden erstmal das Haus hier verlassen. Jetzt besser. Bestätige. Bin sicher, man hat das Haus hier von. Eine Leiche auf. Wo nochmal? So verstanden, wie sieht's mit noch lebenden Personen aus? So verstanden, bist du bereit zum Zug oder wie weit bist du noch weg? Ne, passt schon, ich muss auch erstmal loslaufen. Also ich laufe mit meinen Leuten auch schon mal los, aber wie gesagt, langsam halt. Okay Leute, wir gehen nach vorne. Alle mitkommen. Und vorsichtig, verbündete Truppen flankieren den Feind auch, also vorsichtig, wo ihr hinschießt. Bravo unter Beschuss. Oh. Okay, das Gebäude sieht gut aus. Ah, wir haben es noch nicht ganz. Vollstatus. Feuerstatus rot. Nicht Feuer. Mehr vor. Okay. Hab ich das richtig verstanden? Bei Feindkontakt nicht Feuer. Bei Feindkontakt Feuer, habe ich versprochen. Feuerstatus grün. Verzeihung. Verstanden. Danke, dass du mich so aufmerksam gemacht hast. Aber vorsichtig, verbündete Truppen. Feindlicher Panzer. Auf uns so, wir starten. Koordinaten. Bist du nicht hinter uns? Okay. Luca, da vorne ist ein Panzer. Geh einfach links an die Mauer. Jawohl. Meine Herren, geht bitte weg von der Mauer und Rückstallzone freihalten von Luca. Der wird sofort feuern, sobald er schießen kann. Also Rückstallzone freihalten. Und Luca, pass auf, dass du keinen Mann triffst. Habt
dir Koordinaten für mich, wo der Panzer ist? Steht direkt vor uns, genau westlich. Yorkshire wurde getroffen, wiederhole. Yorkshire wurde getroffen. Könnt ihr ihn aus dem Gefahrenbereich raus? Versuch's. Oh. Leute, ich habe grüne Sicht, wenn ich in meinen Fernrohr gucke hier bei Panzerfaust. Halt, stopp! Wenn du kannst, Luca, schieß, aber achte auf deine Rückstrahlzone. Würde ich gerne, aber ich habe grüne Sicht, wenn ich in den Fernrohr reingehe. Schieß ohne zu. Kann man den ausmachen? Oder tu den. Kannst du vom Pan. Kannst du das runter, das Visier runter? Genau, wenn du ein Visier drauf hast, nimm's runter. Ja. Ach, danke, ja, okay, ich mach's jetzt. Alles klar. Okay. Weg von hier. Joxer. Panzer nicht ausgeschaltet. Lade nach. Coldfire start. Haben wir, wiederhole. In Richtung 100. Joxer. Hab ich ihn erwischt? Hier ist ein Fahrzeug. User left the town. Habt ihr eine Gradzahl für mich? Trupp Alpha, bitte kommen. Alpha kommen. Alpha hört. Status. Unser Squadlead ist höchstwahrscheinlich down. Ich übernehme die temporäre Führung. Das ist verstanden. Der Panzer scheint getroffen zu sein. Wir werden jetzt weiter das Gelände sichern. Wir sind im Gelände drin. Wir sind auf dem Hof. Verstanden. Freundliche Kräfte im Zielgebiet. Ich glaube, wir haben ihn zweimal getroffen sogar. Soll ich den Humvee brauche ich nicht ausschalten, oder? Nee. Ja, ich nicht ausschalten. Ich hab nur noch einen Schuss mit der Panzerfaust. Warte den auf. Warte auf Befehle. Einen Moment, ich muss eben meine Funkkanäle einstellen. Joxer hat nicht einmal. Rundum-Sicherung, Leute. Ich bin am Verarzten. So, wir schicken jetzt Leute auf das Gebäude hoch. Alpha, wir schicken jetzt Leute auf das Gebäude hoch. Nicht schießen. Ihr könnt den Hof, glaube ich, betreten. Habt ihr noch Feindkontakte? Negativ, bei uns sind keine Feindkontakte. Gut, dann aufschließen, wir sind im Innenhof, das scheint hier sicher. Verstanden. Ist gehört? Da hinten ein Raketenwerfer, soll ich den mitnehmen? Raketenwerfer. Gibt's da Munition? Ja, aber nicht für den, von daher lassen wir erstmal liegen. Coldfire, wie schwer bist du verwundet? Coldfire, komm. Komme. Wo bist du? Komm grad zurück. Coldfire? Ja. Wie schwer bist du verwundet? Gar nicht mehr, ich habe mich schon verarztet. Okay. Arm. Ich bin zwar nicht genäht, aber das geht, denke ich. Wir gehen jetzt in den in die Fabrik rein und vorsichtig beim brennenden Fahrzeug, das kann uns immer noch verletzen. Jo, das stimmt. Eigene Teile im Angriffsbereich, nicht schießen. Mal links rum versuchen. Nee, wir können hier durch den Haupteingang. Lady, wie sieht's bei euch aus? Nähern uns euch aus Südost-Süd. Wir haben keinen Funker mehr, Leute. Okay, das ist verstanden. Ganz links oder wie nehmen wir? Ja, die sind oben drauf hier. Warte, wir haben keinen Funker mehr. Lass mir den Feuer auf. So, hey. Unser Funker ist down. Okay. Hat die ein bisschen übertrieben? Dann lass jetzt mal die Leute aufsammeln, die habt ihr doch
versorgt, oder nicht? Doxa ist tot. Doxa ist komplett tot. Er hat auch keinen Bluttalk von jetzt auf nachher und ist nur am A verletzt. Ich glaube, der ist offen. Vorhin an Ding. Ja, warte, check dich durch. Was? Mich? Ja. Warum? Ist Bravo, ist Alpha jetzt komplett grün? Oh, Beschuss! Kriegen wir Beschuss drin? Ja, Beschuss. Sniper-Schütze? Hat jemand sich kontaktiert? Das verstanden. Synchron. Richtung Westen. Ja, Scharfschütze Richtung Westen. Könnte das Haus hier hinten sein, auf dem Berg? Das man auf der Map sieht. Okay, Alpha, grün, Mitte. Lady, grün. Übergrün. Als Kräuter, Lady. Ja. Mephisto, Status. Ich habe ihn verletzt, bei mir dauert ein bisschen. Kräuter, Status. Passt. Mephisto, passt. Gut, Lady, wo bist du? Hier gerade. Bei den Autos. Bitte. Okay, seid ihr, grün. Okay. Ja, grün. So, Bravo, stelle ich nochmal einen zusätzlichen Kanal ein. Zwei grün. Weißt du das? Dann? Was? Stelle ich nochmal einen zusätzlichen Kanal ein. Du drückst jetzt zum Beispiel 8 oder, also du gehst aufs Funkgerät. Ja. Drückst dann zum Beispiel 8 oder so, also halt einen anderen Kanal. Der ist ein Alpha, bitte komm. Ja, das ist, der scheint befreundet zu sein. Halbe Harley vom Medic. Halbe Harley, komm. Der ist ein Alpha, bitte komm. Ja, bekämpfen. Helikopter, könnt ihr mich hören? Wer ist hier Long Range? Hm? Hier war doch gerade Long Range eingeklinkt. Ja, ich bin nicht. Auf Halbe Medic. Piloten kommen. Piloten kommen. Die waren noch bei dir eingegangen. Long Range. Irgendwo hier neben uns ist das. Bravo hört. Was? Alpha? 255, 265. Alpha Lead wurde ausgeschaltet. Lady hat jetzt den Lead. Warum respawnt Lead? Lady nicht. Keine Ahnung. Vielleicht seid ihr Lady nicht respawnt nicht. Ja. Keine Sicht mehr. Geht zu 280. Alpha sichert erstmal Richtung Nordost wie gesetzt. Was? Bravo hört? So, dann sichern wir mal. Ja, den Scharfschützen können wir nicht genau orten, warte kurz. Hier ja, Pete. Wenn man hier nebelt, kann man auch den Scharfschützen mehr sehen, genau, Alter. Was für ein Scheiß. Der ist irgendwo auf 280 bis beziehungsweise 270 Grad von uns, kannst du uns eine Distanz ansagen, Pete? Negativ. Der ME24 feuert. Ja. Hört sich auf jeden Fall geil an. Ja, ziemlich, das waren Raketen gehört. Aber nicht so, weil ich das gesehen habe. Alpha
Unfallversicherungsbereich ausweiten, Norden bis Osten, Stellung selber beziehen. Alles klar, Luca, gehst du nach Osten, dann gehe ich nach Norden. Alles klar. Roger, ich und Luca übernehmen Norden und Osten. Verstanden.